traditionell Urgroßvater Lev Gerber zu. Das neue Jahr beginnt. Das letzte Jahr ist vorbei und wir beten zu Gott, dass dieses nicht schlechter als das letzte wird. Ich wünsche euch allen Gesundheit und ein frohes neues Jahr. Auf das Leben! Die Familie Gerber verließ die Ukraine aus Angst vor dem wachsenden Antisemitismus. Jüdische Religion und Tradition konnten sie dort nicht leben. Erst in Amerika lernen sie die Religion ihrer Vorväter wieder kennen. An Neujahr wird, der Tradition nach, ein Apfelstück in Honig getaucht. Es soll das neue Jahr versüßen. Für mich ist das jüdische Neujahrsfest eine wunderbare Tradition. Für mich bedeutet es dies hier, das ist die Hauptsache. Wenn ich zum Beispiel Familienfeiern wegen der Arbeit verpassen müsste, das käme nicht in Frage, denn dies hier zählt. Selbst wenn ich 2 Millionen Dollar verdienen könnte, so sollen sie warten. Denn mit Geld kann ich dies hier nicht kaufen. Sing doch, Baba, jüdische Lied. Als die Familie 1991 in den Staaten ankam, sammelten selbst die Kinder Flaschen, um Pfand zu kassieren und so die Familienkasse aufzubessern. Rajas Vater brach es das Herz, dass seine Enkel arbeiten mussten. Ich sagte, Vater, selbst die Kinder der Reichen verdienen hier ihr Taschengeld. Du wirst sehen, sie werden erwachsen werden, eine Ausbildung haben und ordentliche Jobs finden. Deswegen sind wir doch gekommen. Gott hat uns geholfen. Und vor allem hat uns geholfen, dass wir immer zusammengeblieben sind. Das war die einzig richtige Entscheidung. Kilometer von Odessa entfernt hat in New Yorks Klein-Odessa nach jüdischem Kalender das Jahr 5765 begonnen.